Wieder mal ist Gold in aller Munde. Eine aktuelle Umfrage hat nach einem historisch hohen Niveau, muss man wirklich sagen, der Goldkäufe von den Zentralbanken im Jahre 2022 Gold weiterhin von den Zentralbanken als sehr, 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 sehr positiv bewerten lassen. Ja, die Umfrage des World Gold Council ergab, dass 24% der Zentralbanken beabsichtigen, ihre Reserven in den nächsten Monaten sehr stark zu erhöhen. Und eine weitere sehr, sehr interessante, also sozusagen eine Hammerinformation, habe ich gleich auch noch für euch. Bleibt dran. Ja, ich bin seit nunmehr fast 30 Jahren im Bereich Finanzen aktiv unterwegs. Mein Unternehmen beschäftigt sich damit, unseren Klienten Tipps und Tricks mit auf den Weg zu geben, zu zeigen, wie sie schneller zu ihren persönlichen Zielen kommen. Und wenn ihr unseren Kanal schon etwas länger verfolgt, dann wisst ihr, dass ich so ein Edelmetall-Fan bin. Ja? Ich habe selber Edelmetalle in einem sechsstelligen Bereich, Gold, Silber und so weiter. Und es ist so, wenn das eben nicht eine gute Gelegenheit ist, jetzt unseren Kanal zu abonnieren, dann weiß ich auch nicht. Also, abonniere jetzt. Ich denke, dass sich Edelmetall wirklich lohnt. In den letzten paar Monaten ist alleine Silber um 30% gestiegen. Und es ist immer das Gleiche. Edelmetall kann man sehr, sehr gut und günstig kaufen. Ich habe in der Videobeschreibung so einen Link, da kann man so ein kostenfreies Probedepot einfach mal eröffnen und spielen, gucken, wie das so funktioniert. Also ich habe da mit diesem Depot schon sehr, sehr viel Gewinn gemacht. Also ein ganz, ganz wichtiges Argument, was ja oft vergessen wird, ist, dass die strategische Investition in Gold eine Schlüsselrolle als strategische langfristige Investition, als tragende Säule in einem guten, diversifizierten Portfolio auf jeden Fall eine wichtige Rolle spielt. Meine Vertriebspartner und ich stellen wirklich fest, dass die Anleger mittlerweile die Wichtigkeit des Goldes wirklich erkennen, beziehungsweise immer mehr erkennen, sagen wir es mal so. Das langfristige Behalten sozusagen von Gold in unsicheren wirtschaftlichen Zeiten ist gang und gäbe. Und übrigens meine Frage daher, wie sicher sind denn im Moment unsere wirtschaftlichen Zeiten? Ja, genau. Durch unsere, aus meiner Sicht, katastrophale Ampelregierung mit dem grünen Filz, familienangeblichen Wirtschaftsministerium, geht wirklich nicht mehr schlechter, was wir da so mitbekommen, wandert die Industrie ab, die Inflation steigt, die Klimahysterie erklimmt wirklich neue Höchststände. Dabei hat, wie ich gestern gelesen habe, der Aetna vor ein paar Tagen, Achtung, innerhalb von 12 Stunden so viel CO2 in die Luft geblasen, wie alle Menschen zusammen, seitdem es die Menschheit gibt. Krass, oder? Aber das ist ein anderes Thema. Da möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Wir haben unsichere Zeiten, das ist so. Und deshalb investieren Menschen in Gold, Und das ist gut so. Und übrigens, Staaten machen das auch. Und wenn sie das können, das siehst du hier in dieser Grafik, das World Gold Council, super, oder? Du siehst, welche Länder am meisten Gold besitzen. Es sind die USA mit 8.133 Tonnen Gold. Und zudem kommt, dass sie auch 68% ihrer Rücklagen in Gold haben. Also, was sagt uns das? Na, wenn die USA das macht und andere Länder, dann wäre es doch vielleicht nicht ganz schlecht, wenn wir das auch machen, oder? Ja, und eines unserer erfolgreichsten Videos übrigens ist das Video, wie man aus 3.000 Euro 160.000 Euro macht. Du findest das übrigens, wenn du hier oben drauf klickst. Und es gab jetzt einen ganz interessanten Kommentar vor ein paar Tagen, obwohl das Video ja bereits mehrere Jahre alt ist, nämlich, da sagt jemand, dass ich offenbar nicht verstanden habe, dass man mit Gold nicht mehr Gold erzielen kann, sondern einfach nur Gold deshalb teurer wird, weil die Fiat-Währungen abwerten. Ja, das stimmt. Das sage ich ja auch in diesem Video.
Aber es gibt ja mittlerweile eine Methode, wo man und wo du auch wirklich mehr Gramm bekommst. Denn wenn du Geld bei uns zum Beispiel anlegst, gibt es eine künstliche Intelligenz, die switcht immer zwischen Gold und Silber hin und her. Und erwirtschaftet dadurch einfach bei jedem Switch mehr echtes Edelmetall, also mehr Gramm. Entweder mehr Silber oder mehr Gold. Und genau aus diesem Grund kann Mann und auch Frau in einer sehr kurzen Zeit sehr viel Gewinn machen. Aber mal ganz abgesehen davon, wenn ich mein Geld in Geld lasse, also in Bausparverträge, Festgeld, auf ein Girokonto, auf Sparbüchern oder in kapitalbildende Versicherungen. Achtung, ich rede jetzt nicht von fondsgebundenen Investmentpolicen. Ne? Da gibt es schon sehr, sehr gute. Ich rede also von den anderen Dingen. Da verliere ich durch Inflation, denn die ist höher als der Zins, den ich da bekomme. Und selbst wenn ich mein Geld dann nur in Gold geparkt hätte, ja, sagt man ja, das ist eine Vermögenssicherung. Ich sehe das aber durchaus etwas anders, denn es ist ja auch ein Wertzuwachs da. Was die Waren betrifft, hat der Euro natürlich nicht das Siebenfache an Wert verloren seit 2002, aber seit 2002 bis heute, also etwas mehr als 20 Jahre, hat sich der Wert von Gold versiebenfacht. Das ist schon sehr interessant. Und selbst hier, ja, siehst du, guck mal hier, das ist die Unze Gold. Guck mal, hier, die hat 1.160 Dollar gekostet, 2015, jetzt 1.962. Das sind knapp 6% nach Steuern Rendite und ich denke, das kann sich auch sehen lassen, oder? Also die Kaufkraft ist wirklich mit Gold erhaltbar, keine Frage, aber es ist für mich nicht nur eine Vermögenssicherung, sondern es ist auch eine Wertsteigerung. Und deshalb ist Gold und Edelmetall eben besonders wichtig in einem gut diversifizierten Portfolio, wie ich eben schon gesagt habe. Ich hoffe, das Video hat Spaß gemacht, hat ein paar Infos gegeben. Wenn du bestimmte Dinge haben willst, dann einfach in die Kommentare schreiben. Bis demnächst, alles Gute, ciao.